Prinzessin Beatrix, Skiunfall. Sie hat das Handgelenk gebrochen. Nachdem sowohl König Carl Gustav von Schweden, 76, als auch Königin Margrethe von Dänemark, 82, ihr Volk mit gesundheitlichen Problemen in Sorge versetzten, folgen nun auch noch schockierende Nachrichten aus den Niederlanden. Prinzessin Beatrix, 85, hat sich beim Skifahren verletzt und musste daraufhin sogar im Krankenhaus operiert werden. Ihre königliche Hoheit Prinzessin Beatrix hat sich am vergangenen Freitag beim Skifahren das Handgelenk gebrochen. Sie hat sich inzwischen einer Operation unterzogen und ist in die Niederlande zurückgekehrt, lässt das Informationsamt der Regierung RVD am Montag, 20. Februar 2023, wissen und gibt glücklicherweise Entwarnung, die Prinzessin ist ansonsten bei guter Gesundheit und wird sich zu Hause von ihrem Bruch erholen. Anführungszeichen. Dennoch hat die Verletzung der Mutter von König Willem Alexander, 55, Auswirkungen auf ihren Terminkalender. Mindestens eine Veranstaltung wird die ehemalige Königin absagen müssen, der bereits für Freitag, den 24. Februar, geplante Besuch der Prinzessin bei den Feierlichkeiten zum 160-jährigen Bestehen des Königlichen Heims für ehemalige Militärangehörige und des Museums Brunnbeek wird verschoben, heißt es. Für die 85-Jährige ist es längst nicht die erste Verletzung, die sie sich im Urlaub zugezogen hat. Bereits im August 1991 hatte sie sich während einer Wanderung in Portugal das Wadenbein gebrochen und wurde vor Ort in einer Privatklinik behandelt. Im September 2013 landete sie wegen eines Jochbeinbruchs nach einem unglücklichen Sturz im Familienkreis im Krankenhaus. Hinzu kamen über die Jahre zahlreiche Operationen wegen verschiedener Leiden, darunter grauer Star und eine Knieprothese. Verwendete Quelle: Dana Press.